Und hallo und willkommen zurück zu The Secret Order 7 Shadows Breach im Englischen oder der Geheimmond 7, Drohne Schatten. Ja, ich hätte den Handschuh benutzen können, ich bin ja auch doof. Dann hätte ich das hier machen können. Eine magische Waffe könnte mir helfen, sie zu zerstören. Jetzt müssen wir das hier reparieren. Kann ich nicht, jetzt können wir das hier machen. Lebensraumretter, okay, besiege die Schattenbestie. Das wäre, ja. Wir hätten erst gegen die Bestie kämpfen müssen. Das wäre, ja. Können wir immer noch nicht befestigen. Wir müssen erstmal nach ein paar Sachen suchen. Also wir hätten echt die Bestie erstmal besiegen müssen. Ich muss was finden, das ich als Leiter benutzen kann. Okay, da ist noch ein Teil. Ich hoffe, dass ich das dann noch davor schneide, dass man sieht, dass ich den Handschuh benutzt habe. Im Grunde genommen. Und, ja. Hier müssen wir wieder was basteln, was? Da haben wir wieder einen Sonnenstein. Okay, ich muss etwas finden, das ich jetzt weiter benutzen kann. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas, was sich ändert? Okay. Das nehmen wir mit, das nehmen wir auch noch mit. Was? Zuerst das Goldteil. Achso, ich muss jetzt das Goldteil wieder ansetzen. Okay, da können wir auch noch was machen. Was haben wir hier? Da können wir den Kristall einsetzen. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Jetzt kommen wir der Sache doch schon näher langsam. Die Goldeinlage befestigen können wir nicht. Schnecker, was sieht das Ornament? Gehört hier rein. Das ist eine Tasche vom Drachenclan. Interessant, die waren also schon früher hier. Einen von zwei Sternen haben wir jetzt. Eine Sonnensteinverzierung. Damit ist denn das? Brauchen wir noch irgendwas? Ich bräuchte ein bisschen Licht, das wäre toll. Zuerst das Goldteil, hat er gesagt, ne? Sonnensteinverzierung, das gehört da oben drauf nachher, ne? Also wir müssen hier was einsetzen erst. Schneckenhaus, wo brauche ich das denn? Der fehlende Stein muss hier noch rein. Bin mir sicher, ich kann ihn irgendwie senken. Hier ist aber auch kein morphendes Objekt oder so, ne? Hoffe ich mal. Da kommen wir immer noch nicht weiter. Die Goldanlage befestigen. Ach so, warte mal. Können wir da das Teil, das ich da drüben hatte, mitnehmen? Ne, das können wir nicht mitnehmen, ne? Ne, das gehört da oben drauf dann, ne? Ja, ich glaube, das gehört da oben drauf. Sonnensteinverzierung. Da muss ich ein Goldteil haben. Ich habe aber keine Goldeinlage, das ist das Problem. Sind hier noch mehr Teile hier? Ne, ich glaube nicht, ne? Jetzt muss ich doch mal auf unsere schlaue Karte gucken. Hier, dieses Hin und Her, das macht mich ganz kirre. Da fehlen zwei Sterne. Ist hier denn hier noch irgendwas? Moment, zählen das als zwei Sterne? Nein, das zählt nicht als zwei Sterne. Verzierung. Korkenzieher, das hier, das Schneckenhaus. Jetzt habe ich einen Korken. Jetzt habe ich das Amethystenglas repariert, echt? Jetzt, indem ich da nur einen Korken reingesteckt habe, oder was? Echt jetzt? Was mache ich mit dem Amethystenglas denn jetzt? Da ist eins, hier ist eins. Ja. Ich bin zwar noch verwirrt, aber wir kriegen das hin. Hoffe ich mal. Ein Amethystenglas. Hier brauchen wir nichts. Muss ich denn hier noch irgendwas machen? Ist alles weg? Nee, ich glaube, wir müssen wieder rausgehen, ne? Jetzt muss ich echt hier drauf gucken. Am Waldrand. Hier? Brauchen wir ein Amethystenglas? Was? Wo? Hier muss irgendwas sein. Sumpfige Brücke. Ich könnte diese Glühwürmchen im Glas ein... Ach so. Natürlich kommen die mit. Alles klar. So, Glühwürmchen im Glas. Ach so, warte mal. Wir haben ja jetzt ein Glas. Das können wir hier im Dunkeln gucken. Okay, nice. Dann können wir da wimmeln. Jetzt kommen wir doch der Sache näher. Oh, was müssen wir jetzt machen hier? Wir müssen Dinge finden. Was ist das hier? Das sieht aus wie eine... Das ist ein Käfer.
Hier ist ein Löffel. Was kann ich mit dem Löffel machen? Irgendwas weglöffeln. Okay, dann das ist eine Nuss. Die brauchen wir. Kann der Käfer die gebrauchen? Nein. Das ist ein Griff oder was? Nee, Nadel ist das, ne? Dann, was haben wir denn noch hier? Das sieht aus wie ein Gürtel oder was? Eine Schleife oder so? Nee, doch nicht. Dann brauchen wir noch einen Vogel, der ist hier drinne. Da kommen wir gerade nicht an. Stern, das ist das, was wir brauchen. Ich brauche den fehlenden Knopf, um ihn zu öffnen. Den fehlenden Knopf. Hier? Ich könnte es mit einem kleinen, scharfen Gegenstand heraushebeln. Okay, mit dem Löffel geht's nicht. Schade. Muss scharf sein, der Gegenstand. Er zieht vielleicht zurück, wenn ich ihm etwas Leckeres gebe. Hier. Was willst du nicht haben? Okay, du willst was Leckeres haben. Hm. Was Leckeres willst du denn haben? Da irgendwas? Nee, was Scharfes brauche ich noch. Das hier vielleicht, eine Silbernadel. Jetzt haben wir einen Vogel. Eine Beere brauchen wir, eine Brombeere. Wo ist denn die Brombeere? Hier ist ein Vogelding. Ein Vogel fehlt. Hier ist ein Vogel. Da kommen wir an die Beere ran, okay. Die Beere rausholen. Mit dem Löffel. Okay, jetzt können wir die Beere ihm geben. Ihr Blätter wegbürsten. Wir müssen im kleinen Maßstab denken jetzt hier. Okay, jetzt haben wir, was haben wir jetzt? Die Schlangenringe. Wofür brauchen wir Schlangenringe? Ich habe keine Ahnung. Wir haben eine Nuss und wir haben Schlangenringe. Huch, jetzt bin ich rausgegangen. Das wollte ich gar nicht. Eine Nuss und Schlangenringe. Wofür brauchen wir das denn? Der fehlende Knopf. Das ist aber kein Ring hier, der da reinkommt, ne? Nee. Uff, das ist jetzt aber... Hier ist noch was. Ein Ring könnte die Pflanze zurückhalten. Okay, dann nehmen wir den Ring. Wie kann ich es aufbrechen? Mit der Nuss? Okay, das können wir jetzt hier einsetzen. Und da kommen Sterne ran. Oh, Backe. Jetzt haben wir zwei Sterne. Da wissen wir auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen weiter. Da hatten wir gerade zwischendurch einen Hänger. Das war schade. Weil ich doof bin. Bin ich davon ausgegangen, dass es geht. Ich habe gesehen, dass es hier leuchtet, aber naja. So, das können wir hier drüben wieder einsetzen. Nächstes Mal sind wir schon hoffentlich schlauer, wenn ich das nicht vergesse. So derpy, wie ich bin. Okay, ich dachte, jetzt passiert irgendwas, aber sieht nicht so aus. Oh nein. Müssen wir die Dinger drehen? Ja, ich glaube, ne? Beleuchte alle Blütenblätter. Drücke die vier Tasten, um die Blume zu drehen. Die Juwelen und Pfeile auf jeder Taste zeigen Abstand und Richtung der... Okay. Ja. Das war schon mal schlecht. Können wir drei zurückgehen? Das war falsch. Zwei zurück. Jetzt muss ich in die Richtung. Ne, warte mal. Gehen die nicht in beide? Okay, das geht auch. Was zum Geier ist das? Das Teil brauche ich, um das da einzusetzen, oder was? Was? Achso, das, die Goldanlage gehört da unten hin. Und jetzt kann ich das Teil mitnehmen. Oh, Backe. Ich hätte gedacht, dass man da so die Armbrust drauf platziert. Ja, okay. Ich habe wieder zu advanced gedacht hier. Dabei ist es doch so einfach. Was zum Geier geht hier ab gerade? Vielleicht kann ich mein magisches Armband benutzen, um den Efeu einzufrieren. Was? Okay. So ein hilfreiches Armband hätte ich auch gerne. Okay, das kommt da rein. Suche an der Natur. Okay, jetzt haben wir die Krone. Finde die Reliquie, die Druiden versteckt hat. Okay. Also wir reisen wirklich um die Welt. Excellent work. You must use the ring and the diadem's powers wisely. This will take you to the next relic's location. Farewell, champion.
Wie jetzt? Ich bin der Champion? Okay, muss ich da jetzt reinspringen? Ich spring da rein. Neue Aufgabe, sprich mit dem Gutsherrn. Okay. Sag mir jetzt nicht, wir sind in einer anderen Zeit gelandet. Finde die Reliquie auf dem Anwesen. Ein bisschen zu putzig für meinen Geschmack, aber okay. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir. Vielleicht kann ich es erreichen. Okay, da kommt eine Beere rein, bestimmt, oder? Ich würde sagen, da kommt eine Beere rein. Bin mir nicht sicher. Der Griff fehlt. Wir sollten das Wasser abstellen, würde ich sagen, oder? Wir müssen jetzt mal gucken. Da müssen wir hin. Ich weiß noch nicht genau, wo wir hin müssen, aber wir gehen einfach mal irgendwo hin hier. Da lang, Wasser, Wassermarsch. Da lang. Das passt schon mal nicht. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Hier, da lang. Okay, jetzt können wir es erreichen, dann können wir nicht. Jetzt haben wir zumindest Wasser abgedreht, okay. Es muss einen Weg geben, das Tor zu öffnen. Zum Stall kommen wir hier. Ich hätte gerne noch ein Chamäleon-Objekt hier, muss ich zugeben. Was haben wir denn hier? Ich sollte alle Statuen auf dem Rand des Bodens stellen. Okay, da fehlen noch zwei. Abgeschlossen. Ich frage mich, wie dieses schicke Haus mit den Reliquien verbunden ist. Das ist eine gute Frage. Wir gehen mal zum Stall. You must be looking for Mr. Walsh. I can let you inside once I finish shoeing this horse. Could you lend me a hand? Okay. Hilft dem Butler, das Pferd zu beschlagen. Ist da gerade etwas verschwunden? War da gerade... Ich frage nicht. Ich denke, ich könnte es mit etwas dünnem mehr rausholen. Da ist ein... Nein, komm zurück. Ich kann ihn nicht anklicken. Okay, Das hier jetzt ein bisschen doof. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, dann, ja, schauen wir mal. Ich glaube, die Episode ist schon ein bisschen lang geworden. Ich habe jetzt gerade nicht mehr so ein bisschen die Übersicht. Ich hoffe mal, es geht noch einigermaßen. Ja, wir beschlagen das Pferd in der nächsten Episode. Ich sehe gerade auch schon auf meinem Mauszeiger ist noch was. Das sammle ich noch schnell ein. Und die anderen Sachen finde ich noch da vorne. Er lacht mich an, aber ich kann ihn nicht anklicken. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!